Zucker ist ein wichtiger Energieträger unserer Nahrungsmittel. Wenn wir diesen essen, erhöht sich nachvollziehend der Blutzucker, was dann zu einer umfassenden Stoffwechselreaktion im Körper führt. Insulin, das Hormon, wird ausgestoßen, damit der Zucker, der sich dann in der Blutbahn befindet, letztendlich in die Zelle hineinkommt und dort dann verwertet werden kann. Universal im Körper als Energieträger in praktisch allen Zellen, aber nur unter Vermittlung von Insulin. Da unsere Ernährung aus den drei Bestandteilen Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette besteht, ist unser ganzer Stoffwechsel auch auf die Benutzung dieser Systeme ausgerichtet. Wenn wir nun eines, zum Beispiel Zucker und Kohlenhydrate, sehr stark wegnehmen, dann fehlt es, weil der Körper eine Zeit braucht, um mit seiner metabolischen Flexibilität die anderen Nährstoffe besser zu nutzen. Das bedeutet, man käme in ein erhebliches Energiedefizit, welches der Körper versuchen würde auszugleichen, das aber nicht schafft, und das könnte dann schon zu einigen gesundheitlichen Störungen führen. Faktisch ist das möglich. Es gibt die rein ketogene Kost, die aus null Kohlenhydraten besteht und dann allerdings die notwendige Energieform durch Fette gewonnen werden muss. Das heißt, ich muss die Kalorien, die ich durch Zucker reduziere, durch andere Nahrungsmittel erhöhen. Dieses wären dann bevorzugt Fette. Zudem gibt es die Gluconeogenese. Das heißt, es ist gar nicht möglich, komplett ohne Zucker zu leben, weil der Körper sich selber, vor allem aus Eiweißen, Aminosäuren, dann Zucker wieder aufbaut. Aber ich kann ohne Zufuhr, ohne Essen von Zucker leben, wenn ich dem Körper die Zeit gebe, sich anzupassen. Wenn man eine zuckerreduzierte oder gar zuckerfreie Ernährung wählt, dann muss man dem Körper sicher etwa 2 bis 4 Wochen Zeit geben, das also langsam tun, langsam in dieses System hineingehen, um seinen Stoffwechsel entsprechend anzupassen und adäquat zu reagieren. Es gibt unterschiedliche Kohlenhydrat-Zuckerformen, sogenannte Einfachzucker und Mehrfachzucker, komplexe Zucker. Zudem noch die Frage, in welcher Form diese Kohlenhydrate eingebunden sind, als freie Form oder in irgendeiner Pflanzenmatrix eingebunden. Grundsätzlich gilt, je komplexer der Zucker, desto besser, und je eingebundener in einer Pflanzenmatrix, desto besser sind die Zucker und Kohlenhydrate. Je klarer, je einfacher, je direkter, je unverpackter, desto ungünstig sind sie. Man sagt den glykämischen Index. Und je höher das ist, desto schneller ist die Blutzuckererhöhung und so schneller auch die Insulinproduktion. Das ist eher der ungünstigste Teil der Zucker. Von natürlichen Zuckern redet man, wenn diese Zucker entsprechend in Nahrungsmitteln oder direkt in der Natur hervorkommen. Künstliche Zucker sind in der Regel Zuckerersatzstoffe, gebaute Zuckermoleküle, die nichts mit den natürlichen Zuckern an sich zu tun haben. Das hat natürlich vollständig unterschiedliche Folgen, was den Stoffwechsel angeht. Die normalen künstlichen Zucker, diese Zuckerersatzstoffe, werden anders verstoffwechselt, teilweise ohne Insulin, was auf der einen Seite einen Vorteil bringt, dafür aber wieder andere Nachteile mit sich bringt, weil eigentlich eben ein künstlicher Zucker nicht dem natürlichen Zucker entspricht und somit andere Ideen hat als das, was die Natur vorgesehen hat im Sinne eines gesunden Nahrungsmittels. Wir haben natürliche Zuckerersatzstoffe oder Zuckerstoffe, die zu verschiedenen Ideen kommen, wie Erythritol oder auch der Birkenzucker, das Xylit. Das sind Stoffe, die aus der Natur kommen, die verschiedene Fähigkeiten und Eigenschaften haben, die wir dann auch unterschiedlich nutzen können. Alle haben den großen Vorteil, dass sie häufig eben nicht insulinreagierend sind. Dann haben wir natürlich noch die Fruchtzuckerderivate, die aus den Früchten kommen. Am Ende des Tages ist die primäre Unterscheidung, ob sie kalorienrelevant sind oder und insulinrelevant. Das heißt, ich kann mit einem Zucker aus der Natur, der kalorienrelevant ist, genauso arbeiten, werde aber das Gewicht nicht verlieren. Hingegen mit einem Zucker, der Kalorien nicht relevant ist, wie Stevia, werde ich keine Gewichtszunahme führen. Das heißt, ich muss mir einfach genau überlegen, was ist mein Ziel? Will ich einfach einen Zucker nutzen ohne Insulinvorteil, respektive Nachteil natürlich für den Menschen, wie Erythritol oder der Birkenzucker? Dann habe ich den großen Vorteil, dass ich diese Insulinreaktion nicht habe, kann also relativ bedenkenlos süßen, wenn ich die Kalorien beachte. Wenn ich einen Zucker, natürlichen Zucker nehme, der gar keine Kalorienäquivalente hat, einen reinen Süßstoff, der einfach dafür dient, Stoffe süß zu machen und Kalorien zu sparen, dann wiederum habe ich natürlich ein anderes Thema, dass ich keine Energiekalorien habe.
Der Nachteil allerdings ist auch, dass diese künstlichen oder auch natürlichen Nicht-Kalorienzucker ja keine Energie bringen. Der Körper aber darauf eingeschaltet ist, auf einen Süßstoff Energie zu bekommen. Und das führt dann ganz schnell zu Appetitsteigerungsreaktionen, weswegen praktisch alle Süßstoffe ohne Kalorienäquivalent am Ende für die Mast entwickelt wurden. Im Sinne einer gesunden Ernährung macht es Sinn zu wechseln und alles im Maße zu benutzen. Die Fruchtzuckerversion sollte man als Früchte nutzen, nicht unbedingt als Fruchtsaft, sondern als reine Früchte, in der Matrix der Früchte eingebunden. Zum Süßen kann man Pflanzen oder Naturzucker wie Agavendicksaft oder Ähnliches benutzen. Wenn man aber insgesamt ein bisschen auch, was Sinn macht, Kalorien und Insulin einsparen muss, dann sind solche Zucker wie Birkenzucker oder Erythritol sehr, sehr sinnvoll, wenn man backt oder entsprechende Nahrungsmittel herstellt, um dort Süße hineinzubringen, aber Kalorien einzusparen. Also am Ende ist es eine gemischte, gesunde Mischung aus verschiedenen Dingen mit dem zentralen Thema, den Traubenzucker zu meiden. Ja, auch natürliche Zucker kann man als nicht per se gesund beschreiben. Ist alles eine Frage der Menge und der Anwendung. Wenn wir von Zuckerersatzstoffen reden, wie Erythritol oder vor allem auch das Xylit, der Birkenzucker, bei übermäßigem Verzehr beeinflusst das sehr wohl negativ die Darmflora. Gerade der Birkenzucker hat bei Daueranwendung Darmflora schwächende Wirkungen. Erythritol hat das im geringeren Maße. Stevia erscheint relativ harmlos zu sein, wobei auch hier eine zu hohe Dosierung durchaus nicht so ganz einfach ist. Aber so große Nebenwirkungen kann man sagen nicht. Es macht einfach keinen Sinn, eine bestimmte Zuckerform, sei es jetzt natürlich oder künstlich, primär einzeln zu verwenden und in einer mega hohen Dosis. Dann gibt es spezielle Zuckerarten, die man eher zur Therapie benutzen kann. Das heißt zum gezielten Zuführen von Energie. Da reden wir von Galaktose oder Ribose. Das sind zwei Einzelmonosaccharidzucker, die, wenn man sie zu sich führt, definitiv allerdings ohne Insulin zur Energieverwertung benutzt werden. Diese Zucker eignen sich natürlich hervorragend, um so einen kleinen Energiebooster zu geben, sei es jetzt im Sport, in der Schule, wenn man viel lernen muss, für Kinder, die in einer Prüfungsphase sind, anstelle denen jetzt die ganze Zeit Fruchtsäfte oder andere Zuckerelemente zu geben, kann man aus diesen Therapiezuckern ein Getränk herstellen, Wasser, ein bisschen Zucker da rein und das genießen während dem Sport oder während der Prüfungszeit, um wirklich dem Gehirn die Kohlenhydrate zu geben, die es braucht, respektive im Sport den Muskeln. Das macht viel mehr Sinn, als es mit anderen Zuckern zu machen. Außerdem auch das Maltodextrin ist bei weitem nicht so gut im Sport, wie es in allen Sportgetränken drin ist. Also man kann damit intelligent gewählten Zuckern sehr, sehr viel positive Effekte erreichen.